Wenn Sie meinen, Ihre Frau oder Ihr Mann kennt Sie am besten, dann sind Sie ein romantischer Träumer. Datenunternehmen kennen Sie wahrscheinlich sogar noch besser als Sie sich selbst. Und wir geben ständig unser Einverständnis, dass noch mehr Informationen angehäuft werden. Und wenn Sie meinen, die Politik wird schon das Schlimmste verhindern, auch dann träumen Sie. Recherchen von Hendrik Lofen und Patricia Schlosser. Ist das die Zukunft? Ein Klick, Jobbewerbung abgelehnt. Hauskredit abgelehnt. Günstigere Krankenversicherung abgelehnt. Warum? Weil Daten darüber entscheiden. Firmen legen ein Profil von uns an, ohne dass wir es wissen. Durch sogenanntes Scoring werden Menschen bewertet nur aufgrund ihrer Daten. Problematisch wird es aber insbesondere dann, wenn diese Daten zum Beispiel an Scoring-Dienste weitergegeben werden. Also der bekannteste Scoring-Dienst ist zum Beispiel die Schufa. Da geht es dann darum, ob zum Beispiel Kredite vergeben werden, ob ich einen Handyvertrag bekomme. Ein mögliches Szenario. Es passiert mit jeder Online-Registrierung. Ein, zwei Klicks, fertig. Doch dahinter stecken Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen mit teils dubiosen Details. Versteckt in vielen Seiten. Wir drucken eine solche Datenschutzrichtlinie aus. Sie reicht einmal quer durch die Kanzlei des IT-Rechtsexperten Carsten Ulbricht. Es ist überhaupt nicht mehr verständlich. Es hat einen so hohen Komplexitätsgrad, dass es im Prinzip die Privatperson, der persönliche Nutzer, überhaupt nicht mehr verstehen kann. Was die meisten daher nicht wissen, ihre Daten werden zu einem Handelsgut von Datenhändlern. In den AGBs von beispielsweise PayPal, einem Online-Bezahldienst, finden wir mehrfach den Namen der Firma Axiom mit dem Hinweis, Benutzerinformationen zu sammeln. Axiom ist ein Adresshändler oder ein Datenhändler, um es mal böse zu formulieren. Das ist ein Unternehmen, das sammelt ganz viele Daten über Kunden, über Internetnutzer am Ende des Tages, um diese Daten auch als Datenbanken im Prinzip an Unternehmen weiterzugeben. Axiom aus den USA macht damit mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz im Jahr. Auf ihrer Homepage listen sie neben PayPal als Partner eBay, Facebook, Twitter und Yahoo auf. Das Unternehmen betont, die Daten seien anonymisiert worden und alles entspreche deutschem Recht. Und so sammelt und verkauft die US-Firma Daten von Millionen Bürgern, inklusive sensible Informationen wie Einkommen, sexuelle Orientierung, politische Einstellung, Konsumverhalten, Single oder verheiratet. Genau das will eine neue europaweite Datenschutzgrundverordnung jetzt ändern. Die EU will das Geschäft der Datenhändler einschränken. Der Bürger soll wieder mehr Kontrolle über seine eigenen Daten bekommen. Auf der CeBIT 2015 versichert die Kanzlerin, dass wir auch Druck machen, dass in Europa die entsprechenden Rahmenbedingungen, Stichwort Datenschutzgrundverordnung und auch Telekommunikationspaket vorankommen. Soweit das Versprechen. Doch die Realität sehe anders aus, meint Alexander Sander vom Datenschutzverein Digitale Gesellschaft. Anders als erwartet bremst Deutschland, schützt mit anderen EU-Staaten den Datenhandel. Die Mitgliedstaaten der EU, der Rat, eben wo auch Deutschland eben mitvertreten ist, will eben, dass meine Daten an Unternehmen weitergegeben werden können, die dann wiederum mit den Daten machen können, was sie wollen. Sie können sie an Drittanbieter weitergeben, sie können sie für alle möglichen anderen Zwecke benutzen. Stimmt es, dass Deutschland eher Unternehmen als Verbraucher schützen will? Wir fahren nach Brüssel. Aus dem EU-Rat kommen wir an ein aktuelles Papier der deutschen Delegation von Ende April. Genauer, der Arbeitsgruppe für Datenschutz. Darin heißt es, dass der strengere Datenschutz nicht gelten soll für kleinere Unternehmen, die Daten sammeln. Wir zeigen es Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, der für das EU-Parlament die Datenschutzrichtlinie erarbeitet. Also hier kann man deutlich sehen, bei den Auskunftsverpflichtungen, also die Frage, ob ich als Verbraucher wissen darf, welche Daten werden über mich gesammelt, dass da die Bundesregierung versucht, das jetzige Recht, wo jeder eigentlich Auskunft immer erlangen kann, einzuschränken, dahingehend, dass man zum Beispiel bei kleineren Unternehmen nicht mehr nachfragen darf, welche Daten sie gesammelt haben. Und das ist natürlich ein Versuch, letztendlich das jetzige Recht eher abzusenken als beizubehalten. Ich kann mir nur vorstellen, dass dort eben Unternehmen auf die Bundesregierung so intensiv eingewirkt haben, dass die Bundesregierung versucht, hier über den Umweg der EU-Gesetzgebung das deutsche Datenschutzniveau abzusenken. Stimmt das?
Zurück in Deutschland konfrontieren wir die Bundesbeauftragte für den Datenschutz mit den Papieren aus Brüssel und sind überrascht, denn sie räumt ein. Ich weiß auch nicht, welche Interessen dort innerhalb der Bundesregierung oder auf die Bundesregierung an der Stelle erhoben, eindringen, wie auch immer, geltend gemacht werden. Auch die Datenschutzbeauftragte zweifelt am Verhalten der eigenen Regierung. Aus gutem Grund. Auf der Internetseite Lobbyplug wurden alle Änderungsanträge zum Datenschutz auf EU-Ebene ausgewertet. Deutschland führt das Ranking an, hat die meisten Anträge gegen mehr Datenschutz eingebracht. Ein Argument der Bundesregierung: Mehr Datenschutz würde höhere Kosten für die Wirtschaft bedeuten. Dies habe eine Schätzung des Statistischen Bundesamtes gezeigt. Wir haken beim federführenden Bundesinnenministerium nach. Wie kommt denn diese Schätzung zustande? Das Ministerium antwortet, dass Vertreter der Wirtschaft Bitkom, BVDW, ZDH, BDI, DIHK angehört worden sind. Die Einschätzung der Branchenvertreter wurde selbstverständlich bei der Schätzung des Erfüllungsaufwandes berücksichtigt. Zahlen von Datenschützern jedoch nicht. Genau, es geht einfach darin, die Unternehmensinteressen zu vertreten und nicht die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Höchste Zeit, dass sich auch die Verbraucher einmischen. Und wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen dringend die Web-Dokumentation Do Not Track. Da können Sie anhand Ihrer eigenen Daten erfahren, was das Netz über Sie weiß und wie Sie Ihre Daten schützen können.